Hallo und willkommen zu Schritt 3. Warum ist dein Selbstwertgefühl in der Vergangenheit noch nicht gestiegen? Es können verschiedene Dinge in deinem Leben existiert haben, die dich behindert oder limitiert haben. Deshalb möchte ich genauer anschauen, inwiefern stimmt eigentlich die Landkarte in deinem Kopf mit dem tatsächlichen Gebiet überein. Und wir werden am Thema Egoismus vorbeikommen, denn Egoismus ist nicht unbedingt schlecht. Dann können dich auch ungünstige Zielsetzungen in der Vergangenheit ausgebremst haben. Deshalb schauen wir uns näher an, was eigentlich der erste Gedanke zu einer Sache ist, wie er dich in der Vergangenheit hat ausbremsen können und was du in Zukunft machen kannst, um den ersten Gedanken zu einer Sache zu verändern. Darüber hinaus wäre wichtig, dass das Wie manchmal daran hindert, seinen Zielweg zu beschreiten. Deshalb stellen wir uns die Frage, ob eigentlich das Wie, erreiche ich meine Ziele, wichtiger ist als das, was möchte ich überhaupt erreichen. Abschließend werden wir im dritten Schritt an einem ganz wichtigen Thema vorbeikommen. In der Vergangenheit kann nämlich fehlender Mut dazu geführt haben, dass du deine Ziele nicht erreicht hast oder dich erst gar nicht an Zielwege herangetraut hast. Also schauen wir uns die Frage an, was ist eigentlich Mut und wie kannst du in Zukunft mehr davon haben?